Hallo, hallo, hallo. In Mathematik verstehen und üben, Klasse 6, 2, 3, 6, geht es um Bruchteile vom Bruchteil. Das Bild zeigt, wie sich im Mündungsdelta die Wassermassen eines Flusses verteilen. Welcher Bruchteil der ursprünglichen Wassermenge fließt an der Stelle A ins Meer? Auch hier würde ich dir empfehlen, wieder einen Zettel und einen Stift zur Hilfe zu nehmen. Das heißt, ich muss mir überlegen, welcher Bruchteil an dieser Stelle hier unten noch ankommt. Die Wassermengen, die verteilen sich erstmal so, dass die Hälfte hierüber abfließt und die andere Hälfte hierüber. Das heißt, der Anteil, der hier noch ankommt, ist nur noch ein Halb. Dann habe ich wiederum eine weitere Verzweigung. Das Dreiviertel dieser verbleibenden Wassermenge hierüber abfließen und ein Viertel zu meiner gesuchten Stelle A. Das heißt, an der Stelle A kommt der Bruchteil ein Halb mal ein Viertel an. Einmal 1 kann ich 1 schreiben und 2 mal 4 ergibt 8. Klick mal auf Neue Werte. Wie sieht das in diesem Fall aus? Da sieht es so aus, dass von der ursprünglichen Wassermenge 2 Drittel erstmal hier rüber abfließen. Das heißt, der Anteil, der hier noch übrig bleibt, ist 2 Drittel. Und von dem 2 Drittel der ursprünglichen Menge verteilt sich das Wasser so, dass die Hälfte hierhin fließt und die andere Hälfte hierhin. Das heißt, an der Stelle A kommt von diesem 2 Drittel der ursprünglichen Menge auch nur die Hälfte wieder an. Das heißt, ich muss rechnen 2 Drittel mal ein Halb. Das kann ich jetzt kann ich diese 2 mit dieser 2 kürzen. Und es bleibt ein Drittel übrig. Klicke ich nochmal auf neue Werte und gucke, ob ich auch mal einen etwas komplizierteren Fall habe, wie hier zum Beispiel. Das heißt, wie sieht das jetzt hier aus? Die Hälfte der Wassermenge fließt hier rüber ab. Das heißt, die Menge, die hier noch verbleibt, ist nur noch ein Halb der ursprünglichen Menge. Wie sieht es dann hier aus? Hier habe ich eine weitere Verzweigung. Ein Viertel fließt hier drüber ab und 3 Viertel hier drüber. Das heißt, der verbleibende Anteil der Wassermenge, die dann hier noch ankommt, ist dann ein Halb mal 3 Viertel. Und jetzt habe ich an dieser Stelle wiederum eine weitere Verzweigung, dass die Hälfte hier rüber fließt und die andere Hälfte hier rüber. Das heißt, die verbleibende Menge, die hier rüber ab zum Punkt A fließt, ist wiederum nur noch die Hälfte von diesem hier. Also nochmal mal ein Halb. Und jetzt kann ich das weiter ausrechnen. Im Zähler bleibt einfach nur 3 übrig, das mal 1 kann ich auch ganz weglassen. Und wie sieht es im Nenner aus? Da steht jetzt 2 mal 4 ergibt 8 und 8 mal 2 ergibt 16. Also an der Stelle A kommt nur noch dann 3 Sechzehntel der ursprünglichen Wassermenge an. Ich klicke jetzt mal auf Neue Aufgabe. In einem Gebiet von 396 Hektar sind ein Drittel der Fläche Naturschutzgebiet. Ein Drittel davon ist mit Wasser bedeckt.
Welcher Bruchteil des Gesamtgebietes bildet diese Wasserfläche? In der Mathematik ist es häufig hilfreich und sinnvoll, sich auch einfach Zeichnungen zu machen, weil wenn du nur den Text liest, dann ist das vielleicht erstmal so schwierig oder deswegen ist es halt hilfreich, auch einfach mal einen Zettel und Stift zu nehmen und sich Bildchen zu malen. Das kann ich in diesem Fall einfach durch den Veranschaulichungsbutton machen. Das heißt, dieses Gebiet zeichne ich einfach mal so als Rechteck. Das ist mein Gebiet mit 396 Hektar Größe. Und ein Drittel der Fläche sind Naturschutzgebiet, das heißt von meinem gesamten Gebiet. Das teile ich dann in drei Teile gleichmäßig. Und ein Drittel davon ist Naturschutzgebiet und Naturschutzgebiet zeichne ich einfach mal grün. Das heißt, diese grün dargestellte Fläche ist jetzt Naturschutzgebiet. Und dann steht da weiter, ein Drittel davon ist mit Wasser bedeckt. Das heißt, von meiner grünen Naturschutzfläche sieht das so aus, dass ein Drittel dieser grünen Fläche mit Wasser bedeckt ist und zwei Drittel nicht mit Wasser bedeckt sind. Das heißt, der Bruchteil der mit Wasser bedeckten Fläche ist einfach diese blau dargestellte Fläche. Und der Bruchteil ergibt sich als das ist dann erstmal ein Drittel der Gesamtfläche und von dem ein Drittel muss ich in diesem Fall nochmal ein Drittel bilden. Das heißt, ich muss jetzt rechnen, ein Drittel mal ein Drittel. Und das ist 1 mal 1 ist 1 und 3 mal 3 ergibt 9. Also ein Neuntel. Und das sieht man hier auch anschaulich. Das heißt, die Gesamtfläche ist ja dieses große Rechteck. Und von diesem großen Rechteck, was ja aus 9 kleinen Rechtecken in diesem Fall besteht, ist nur eins von diesen 9, also ein Neuntel, blau. Und jetzt wird gefragt, wie viel Hektar ist diese Wasserfläche groß? Das heißt, mein gesamtes Gebiet hat jetzt eine Fläche von 396 und ein Neuntel davon sind mit Wasser bedeckt. Das heißt, meine mit Wasser bedeckte Fläche ist jetzt 396 mal ein Neuntel. Weil ja nur ein Neuntel der Gesamtfläche mit Wasser bedeckt ist. Ein Neuntel der Gesamtfläche bedeutet dann ein Neuntel von ein Neuntel mal 396. Das heißt, ich muss jetzt im Grunde genommen zusammengefasst 396 mal 1 ergibt ja 396, also muss ich jetzt 396 geteilt durch 9 ausrechnen. Das kann ich auch durch schriftliche Division machen, indem ich dann schrittweise teile. Ich kann mir das natürlich auch alternativ, wenn ich möchte, wieder, wie wir es auch schon häufiger gemacht haben, schrittweise überlegen. Das heißt, für die schriftliche Division habe ich jetzt nicht diese Bruchschablonen zur Verfügung, aber das läuft ja so hinaus, dass ich sagen muss, ich muss mir überlegen, wie oft passt, ich gucke mal meine erste Ziffer an, die wäre jetzt die 3, ein bisschen zu klein, dann muss ich mir die 39 angucken. Was ist dann 39 geteilt durch 9? 39 geteilt durch 9, das wäre erstmal eine 4 und 4 mal 9 wären ja dann 9 mal 4 gleich 36. Und dann habe ich ja noch einen Rest 3. Und dann nehme ich die nächste Stelle runter, das wäre dann die 6. Und 36 geteilt durch 9 ergibt
4, weil 9 mal 4 gleich 36 ist. Also ist mein Endergebnis 44 Hektar. Wenn ich auf neue Werte klicke, dann variieren wieder die Zahlenwerte. Ich klicke jetzt einmal auf neue Werte, ohne es jetzt vollständig auszurechnen. Und hier ist das dann wiederum so, dass das so aussieht. Jetzt hat man eine Gesamtfläche von 400 Hektar. Dann sind erstmal 3/5 Naturschutzgebiet. Das heißt, du zeichnest erstmal ein Rechteck für die gesamte Fläche. Und das Naturschutzgebiet ist 3/5 der Fläche. Das heißt, du teilst die Fläche in 5 Teile. Und 3 davon sind grün, Naturschutzgebiet. Und von diesem Naturschutzgebiet besteht jetzt die Hälfte aus Wasser. Das heißt, dass diese grün dargestellte Fläche, diese hier, setzt sich so 50% aus Wasser und die andere Hälfte mit keinem Wasser. Und wie groß ist jetzt die Wasserfläche? Dafür überlegst du erst die Naturschutzgebietfläche, die ist 3/5 gewesen. Und von den 3/5 ist nur die Hälfte Wasser. Also von den 3/5 musst du die Hälfte nehmen, also mal 1/2. Das ist relativ einfach zu rechnen. 3 mal 1 ist 3 und 2 mal 5. Und das wird natürlich auch hier grafisch dargestellt. Das heißt, so ein kleiner Teil hat die Fläche 1/10, weil ich habe ja jetzt so 5 nebeneinander und 2 übereinander. Und dann ist meine Wasserfläche 3/10. Das heißt, so ein kleiner Teil hat die Größe 1/10 und 3 Teile haben die Größe an 3/10. Und wenn ich die Wasserfläche insgesamt berechnen soll, das ist in diesem Fall einfacher, da muss ich einfach 400 mal 3/10 rechnen. Und das ist viel einfacher als wohin, weil dann kann ich auch 400 geteilt durch 10 ausrechnen und das mal 3. Und 400 geteilt durch 10 sind 40 und 40 mal 3 sind 120. Klicke ich mal auf neue Aufgabe. Dann steht der Kurt ist ein Langstreckenläufer. Täglich läuft er mit gleichbleibendem Tempo 2 1/3 Stunden. 2 Stunden 20 Minuten. In einer Stunde legt er 13,5 Kilometer zurück. Wie lang ist die gesamt gelaufene Strecke? Dazu, die Strecke ergibt sich einfach als Geschwindigkeit mal Zeit. Und wir überlegen uns diese gemischten Brüche dafür erstmal in reine Brüche. Das heißt 2 1/3, also ist das nichts anderes als 2 plus 1/3. Und das ergibt dann 2 Ganze sind 6. Für 2 kannst du ja auch für 6/3 denken, plus 1/3. Gleich 7/3. Und für die Zeit steht 13,5, also 13 plus 1/2. Und für 13 kannst du mit 2 erweitern, kannst du auch 26,5 plus 1/2 ergibt dann 27,5. Und der zurückgelegte Weg ist Geschwindigkeit mal Zeit, also musst du 7/3 mal 27,5 ausrechnen. Und das kannst du noch vereinfachen, weil 27 kannst du ja auch 3 mal 9 schreiben und dann kannst du eine 3 kürzen.
Und dann bleibt 9 mal 7 übrig. 9 mal 7 ergibt 63 geteilt durch 2. Das heißt, du könntest erstmal das in der Form 63 halbe schreiben. Und in gemischter Form sieht das so aus. Das heißt, wenn du 62 geteilt durch 2 rechnest, ist das 1,30. Das heißt, das 1,30 Ganze. Und dann bleibt noch 1,5 übrig. Das heißt, er läuft eine Strecke von 1,5 Kilometer. 31 ganze Kilometer und einen halben Kilometer. Wirklich mal auf neue Aufgabe. Ein Liter Alkohol wiegt 4 Fünftel Kilo. Bestimmt das Gewicht von 3 4 Liter Alkohol. Das ist, kann man schon fast im Kopf ausrechnen. Da muss in diesem Fall einfach nur 4 5 mal 3 4 rechnen. Dann kürzt sich hier die 4 weg und es bleibt 3 Fünftel übrig. Sieht das jetzt hier aus? Für die Herstellung einer 5-Personen-Mahlzeit werden 2 Drittel Kilogramm Mehl benötigt. Wie groß ist die benötigte Menge Mehl für eine 3-Personen-Mahlzeit? Weißt, für eine 5-Personen-Mahlzeit braucht man 2 Drittel Kilo Mehl. Du kannst dir jetzt erst überlegen, wie groß ist dann die benötigte Menge für eine 1-Personen-Mahlzeit. Die wäre dann nur 1/5 so groß. Also mal 1/5. Das wäre die Menge Mehl für eine Person. Und das könnte ich jetzt noch ausrechnen. 1 mal 2 ergibt 2 und 3 mal 5 ergibt 15. Also 2 15. Jetzt 2 15 Kilo braucht man für eine Person. Und wenn man jetzt 3 Personen hat, muss das Ganze, diese Mehlmenge wieder mit 3 multiplizieren für die 3 Personen. Und jetzt kannst du noch kürzen, weil für 15 kannst du auch 3 mal 5 schreiben. Und kürzt sich dieser 3 und es bleibt 2 Fünftel übrig. Wie sieht das jetzt bei dieser Aufgabe aus? In einem Rezept liest Maria, du benötigst 1,5 Kilo Mehl und 3 Viertel Liter Milch. Maria hat nur noch 1/2 Kilo Mehl. Wie viel Milch muss sie nun verwenden? Das heißt, benötigte Mehlmenge im Rezept ist 1,5 Kilo, also 1 plus 1,5 oder 3/2. Maria hat aber nur noch 1/2 Kilo Mehl. 1/2 Kilo Mehl ist 1/3 dieser benötigten Menge. Und wenn sie nur noch 1/3 der Mehlmenge hat, dann benötigt sie natürlich auch nur 1/3 der Milchmenge fürs Rezept. Das heißt, die Milchmenge ist 3/4 mal 1/3. Und ich habe ja nur 1/3 der Mehlmenge, dann brauche ich auch nur 1/3 der Milchmenge. Dann kann ich die 3 kürzen. Und es bleibt 1/4 übrig. Sieht das jetzt hier aus? Ein Wasserzulauf liefert pro Sekunde 2 Drittel Liter Wasser. Berechne den 2,5 Sekunden gelieferte Wassermenge. Ja, wenn in einer Sekunde 2 Drittel Liter fließen, dann fließen in 2,5 Sekunden 2,5 mal 2 Drittel Liter. Dafür schreiben wir in dem Buch 2,5, also 2 plus 1,5, erstmal als Reihenbruch. In der Form 2 ist ja nichts anderes als mit 2 erweitert. 2 mal 2 ergibt 4 halbe plus 1/2 und das ergibt 5 halbe.
Und wenn du jetzt 5 halbe mal 2 Drittel rechnest, kürzt sich wieder die 2 weg und bleibt 5 Drittel übrig. Und 5 Drittel kannst du auch in der Form ein Ganzes sind ja 3 Drittel, und dann bleiben noch 2 Drittel übrig. Sieht das hier aus? Eine Gruppe Erdbeerpflücker erntet ein Feld von 1 Hektar in 3,5 Stunden ab. Wie lange braucht die Gruppe für ein Feld der Größe 6 ein Drittel Hektar? Die benötigte Zeit ist dann, wenn man für 1 Hektar 3,5 Stunden braucht, dann braucht man für ein Feld, was dann statt 1 Hektar 6 ein Drittel Hektar groß ist, die 6 ein Drittelfache Zeit. Das heißt, du musst rechnen 3,5 mal 6 ein Drittel. Und das kann man sich wieder in gemischter Form überlegen. Das heißt, für 3 plus 1,5 schreiben wir erstmal als Reihenbruch. Für 3 Ganze kannst du auch durch Erweitern 6 halbe denken. 6 halbe plus 1,5 sind 7 halbe. Und für 6 ein Drittel. Das ist nichts Ganzes, also 6 plus ein Drittel. Für 6 Ganze kannst du ja auch 3 mal 6 gleich 18 Drittel schreiben, wenn du mit 3 erweiterst, also ich zähle und nenne mit 3 multipliziert hast. Und 18 Drittel plus ein Drittel ergibt 19 Drittel. Und jetzt musst du rechnen. 7 halbe mal 19 Drittel. Und das kannst du auch wieder schrittweise überlegen, wenn du jetzt, indem du erstmal einen Zähler überlegst, 7 mal 19, dafür kannst du auch 7 mal 20 minus 1 schreiben, und 7 mal 20 wären dann 140 minus 1 mal 7 ergibt 7, und das wären dann 140 minus 7 ergibt 133. Das im Zähler steht 133 und im Nenner steht 2 mal 3 gleich 6. Also kannst du erstmal prüfen, ob das stimmt. 133, 6. Und jetzt kannst du es im Buch auch noch in gemischter Form schreiben, indem du 133 durch 6 teilen würdest. 133 ist jetzt, kannst du auch so aufgeteilt denken, dass du sagst, 20 ist durch 6 teilbar, und wenn ich noch 2 mal 6, 12 addiere, käme ich auch bei 132. 132 ist zumindest eine Zahl, die durch 6 teilbar ist. Das ist ja nichts anderes als 120 plus 12. Wenn man 132 geteilt durch 6 rechnet, ist das ja dann nichts anderes als 120 geteilt durch 6 plus 12 geteilt durch 6. Und 120 geteilt durch 6 ergibt dann 20, und 12 geteilt durch 6 ergibt 2. Also willst du 22. Das heißt, wenn du 22 Stunden nimmst, wenn das jetzt 132 Sechstel, aber du hast ja nicht 132 Sechstel, sondern 133, das heißt ein Sechstel bleibt übrig. Du kannst natürlich auch einfach Division mit Rest machen. Und die letzte Aufgabe, die ist so ein bisschen trickreich. Das heißt, dir ist eine Vase gegeben, 6 mal 6 Zentimeter, und die, wenn man einen
eine Kugel in eine quaderförmige Vase taucht, steigt der Wasserspiegel um 0,3 Zentimeter, bestimmt das Volumen der Kugel. Glasdicke der Vase einen halben Zentimeter. Das heißt, du befüllst die Vase mit Wasser, tust die Kugel rein und dann steigt der Wasserspiegel um 0,3 Zentimeter und auf diese Weise kannst du das Volumen der Kugel bestimmen. Und die Aufgabe ist auch ein bisschen trickreich in dem Sinn. Das heißt, du musst dir natürlich erst einmal die Fläche im Inneren überlegen. Und da spielt natürlich auch die Dicke der Vase eine Rolle. Das heißt, außen hast du 6 mal 6 Zentimeter, aber du hast ja dann innen hier einen halben Zentimeter Dicke und hier einen halben Zentimeter Dicke. Das heißt, der Innenbereich ist dann nicht mal 6 Zentimeter, sondern du musst die Dicke der Glasscheibe vorne und die Dicke der Glasscheibe hinten abziehen, also einen halben Zentimeter vorne, einen halben Zentimeter hinten, ergibt zusammen also 2 mal 1/2 bis 1 Zentimeter. Das heißt, im inneren Bereich ist die Vase nicht mal 6 Zentimeter, sondern nur noch 5 Zentimeter mal 5 Zentimeter. Und damit erhältst du eine Innenfläche, das ist schwarz dargestellte Quadratfläche, hat jetzt 25 Quadratzentimeter. Und wenn der Wasserspiegel jetzt um 1 Zentimeter steigen würde, dann hätte man ein Volumen von 25 Quadratzentimeter. Aber es steigt ja nicht um 1 Zentimeter, sondern um 0,3 Zentimeter. Das heißt, 0,3 Zentimeter ist nichts anderes als 3/10 Zentimeter. Das heißt, dass wenn ich jetzt einen Anstieg um 1 Zentimeter hätte, hätte ich 25 Kubikzentimeter. Aber weil ich ja nur einen Anstieg von 3/10 eines Zentimeters habe, ergibt sich eben mal 3/10. Und das kann ich noch vereinfachen. Das, wenn ich 25 mal 3/10 schreibe, dann kann ich hier für 25, das ist nichts anderes als 5 mal 5. Und für 10 kann ich 2 mal 5 schreiben. Und dann kürzt sich eine 5 weg. Und 3 mal 5 ergibt 15. Also kann ich das erst in meiner Form 15 halbe schreiben. Und nun kann ich das weiter vereinfachen, weil wenn ich 14 halbe hätte, dann wäre das 7. Und dann bleibt noch ein halb übrig. Auch hier würde ich dir empfehlen, selber mal die Übung zu probieren.